Make-up-Tutorial für alle 11- bis 15-Jährigen. Und diesmal ist es wirklich ernst gemeint. Was ganz wichtig ist, und das solltet ihr in jedem Alter machen, ist eure Haut pflegen. Das heißt, tragt am besten eine feuchtigkeitsspendende Creme auf. Um eure Augenbrauen ein bisschen voller wirken zu lassen, könnt ihr mit einem Augenbrauenstift ein paar Härchen reinmalen. Bei mir wurde es ein bisschen stärker, weil ich nicht so viele Augenbrauen habe. Damit euer Make-up besser hält, könnt ihr Primer auftragen. Übrigens habe ich nur Drogerie und günstige Produkte genommen. Danach könnt ihr euch entscheiden, ob ihr eine leicht deckende Foundation tragen möchtet oder nur Concealer. Für Jüngere finde ich sogar nur Concealer fast besser. Aber falls ihr wollt, könnt ihr auch eine natürliche Foundation nehmen, ein klein wenig Concealer auftragen und dann alles verblenden. Man soll auf jeden Fall noch Haut durchsehen. Und damit alles dort sitzen bleibt, könnt ihr ein bisschen Puder auftragen. Bronzer und Blush solltet ihr sehr, sehr leicht machen, damit es halt natürlich aussieht und nicht künstlich. Falls ihr was mit den Augen machen wollt, könnt ihr euch so einen ganz leichten braunen Eyeliner ziehen mit Lidschatten. Bisschen Lipgloss und bisschen Highlighter, Wimperntusche und es ist der fertige Look.